Ruhige See. Der Moment, auf den die Bergungsschiffe seit Wochen warten. Wir gehen an Bord der niederländischen Wasseraufsichtsbehörde. Das Schiff heißt Guardian, der Wächter. Die Mission ist kompliziert. Wir richten uns auf einen langen Tag auf See ein. Auf der Brücke letzte Absprachen. So einen großen Einsatz hatten sie noch nie. Jakobas schläft seit dem Containerunglück kaum, arbeitet fast rund um die Uhr. Ich persönlich denke, das ist ein Desaster. So viele Container. Dieses Ausmaß erlebe ich das erste Mal in meinem Berufsleben. Ein Schiff kann mal ein paar Container verlieren. 6, 8, maximal 10. Aber doch nicht Hunderte. Ein Suchflugzeug begleitet uns. Etwa 45 Seemeilen, 80 Kilometer vor die Küste. Dort werden die fast 300 verlorenen Container vermutet. 35.000 Schiffe passieren hier jedes Jahr die Küste auf dem Weg nach Deutschland. Eine Art Highway für Schiffe. Am Bergungsort liegen schon zwei Arbeitsschiffe, ausgestattet mit großen Hebekränen. Für Taucher wäre ein Einsatz zu gefährlich, wegen der starken Strömung. Die Nordsee ist an dieser Stelle zwischen 18 und 25 Meter tief. Jetzt beginnt die schwierige Mission. Der Greifer taucht ab und findet nichts. Stundenlang geht das so, ohne Erfolg. Und dann zieht auch noch ein Unwetter auf. Muss die Aktion schon wieder unterbrochen werden? Es ist ein Wettlauf gegen die Zeit. Zum Glück waren nur zwei Gefahrgutcontainer dabei. Aber egal, was drin ist, Container gehören nie auf den Meeresgrund. Natürlich müssen wir sie schnellstmöglich herausholen. Das ganze Plastik und andere Zeug schwimmt jetzt darum. Endlich! Der Greifer hat etwas gefunden. Es sind die Überreste eines Containers. Erleichterung an Bord, wir suchen an der richtigen Stelle. Aber der Container ist komplett zerschellt. Nur noch ein Wrack. Sie können das mit einer Thunfischdose vergleichen. Die ist auch nur dann stabil, wenn man sie korrekt verwendet. Für Container gilt das Gleiche. Wenn sie aus großer Höhe ins Wasser fallen, zerschellen sie sofort. Alles, was in den Containern war, schwimmt jetzt im Wasser oder liegt am Meeresboden. Dann der spektakulärste Fund des Tages kurz vor Einbruch der Dunkelheit. Das da am Haken war mal ein kompletter Neuwagen. Noch keinen Kilometer gefahren, schon Totalschaden. Alles, was die Bergungsarbeiten so mühsam Stück für Stück nach oben fördern, muss auch fachgerecht entsorgt werden. Kapitän Arjen Nüttgeren überwacht die Mission kritisch. Was sehen wir da gerade? Gerade vor uns sehen wir, wie das rote Schiff einen Container mit Müll auf das blaue Transportschiff umlädt. Und dieses Schiff bringt den ganzen Schrott dann nach Harlingen an Land. Dort kann ich überall sehen, wo Plastik angespült wird. Die großen Teile sind dabei gar nicht mal das Problem, sondern die vielen kleinen. Beklagt Meeresökologin Lies van Nieuwenburg. Wir können hier wirklich von einem ökologischen Desaster sprechen. Das größte Problem ist das ganze Plastik im Wasser. Wir können es nicht sehen, aber die Fischer berichten davon. Und es ist auch ein Weckruf an uns alle. Wir kaufen und kaufen und kaufen und deshalb werden diese ganzen Produkte hierher verschifft. Plastik in allen Varianten. Der gesamte Müll muss jetzt sortiert und gereinigt werden. Von Hand. Hier wird mir nochmal das ganze Ausmaß bewusst. Unglaublich, was da alles dabei ist. Darf ich Ihnen einen schönen Blumen anbieten? Ha. Bitte sehr. Dankeschön. Blumenschuhe. Da bist du ausgerüstet hinterher. Überall sit Verpackungsplastik dran. Dit zijn Tuchjes, um een Küche sauber zu machen oder ein Klo. Und das ist nur ein kleiner Teil von dem, was da noch kommt. Gut fürs Geschäft des Recyclinghofes. Aber auch die sagen, es ist ein Desaster. Das Milieu. Und die Waddeninseln sind eine von den schönsten Inseln. Und da leben Tiere. Und die sitzen jetzt mit all dem Plastik. Noch nie habe ich so viele Menschen an einem Tag das Wort Desaster sagen hören. Zurzeit verbirgt das Meer das wahre Ausmaß der Umweltkatastrophe, für deren gigantische Schäden wir am Ende alle zahlen.